Ich habe ja was gebaut, einen Karton habe ich erstmal und da drin ist die Technik nämlich. Hier habe ich so einen kleinen Infrarotsensor und das hat der Furby auch oben in in diesem schwarzen Ding, was er über seinen Augen hat. Und ja, das habe ich hier drin auch eingebaut in den Karton mit einem Knopf und einem Batteriefach. Und ja, ich werde das gleich mal ausprobieren und euch zeigen. Gleich wird der Furby dann irgendwas sagen, wenn ich es einschalte. Und ja, das werdet ihr auch gleich sehen, was der Furby sagt. Wartet und los. Gehört. Also ich habe drauf gedrückt, das dauert dann erstmal ein paar Sekunden. Jetzt schläft er sogar ein. Ja, es hat erstmal ein paar Sekunden gedauert, weil früher hat das Ding Musik gemacht da drinne. Habe ich umgebaut, habe das Ding eingebaut. Ja, und jetzt tut er halt nur, wenn ich drauf drücke, dann dauert das 10 oder 5 Sekunden und dann sendet er erst ein Signal und nach 3 Sekunden dann wieder ein Signal. Darum schläft er jetzt auch. Davor hat er gesagt Party oder Verstecken. Und jetzt schläft er. Ja, okay, das war auf jeden Fall mein kleiner Karton hier mit der Elektronik. Da seht ihr sogar ein paar Kabel und ja, das war's. Mit Furby verbinden. Tschüss.